schwarz gehalten und unten ist alles fröhlich mit Bienen. Und dann, weil wir dann ja noch nicht ganz aus meinem Grundstück raus sind, hatte ich dann gedacht, den Weg zu dem Tor, was ich bauen will. Oh ja. Und am Ende ist dann einfach so Blümchenwiese mit Bienen. Und der Eingang ist dann halt so, was ich geplant habe, ist ganz viele von diesen Cherry Trees. Weil die, das Geile daran ist, die verlieren halt diese Blätter hier auch in, ich glaube, ohne Filter macht die das halt auch. Oder ohne Shader. Und dann kommst du auf dieses schwarze Tor zu, mit einem schönen Weg von einem Hafen aus oder so. Und überall stehen Cherry Trees und du kommst da rein und dann ist da einfach ein Friedhof. Dort werden Villager abgeschlachtet und. Und ich glaube, das ist ganz lustig. Dann kommst du halt in das Höllentor und ja. Ich glaube, das dürfte sehr verwirrend für alle sein. Und das Coole an diesen Gräben ist, Gräbern, die hinterlassen auch Nebel. Das heißt, wenn es dunkel wird, ist hier alles voll mit Nebel. Und wenn man das dann, die Gräber hier als Deko richtig benutzt, dann ist hier alles voll mit dunklem Nebel. Ich glaube, das dürfte ganz lustig werden. So. Ja, ist mal was anderes, ne? Und dann hinten, dann fährst du den Fahrstuhl runter und dann, keine Ahnung, könnte man vielleicht so einen Übergang machen, dass es so aussieht, als ob man von der schwarzen Oberfläche durch das Nether fährt mit Lava und so weiter. Keine Ahnung, vielleicht kopiere ich mir einfach auch ein bisschen was aus dem Nether raus. Und dann kommst du unten an und dann ist da Blumenwiese. Und alles hübsch. Irgendwie sowas. Und ich habe auch schon geguckt. Ich muss die Türme eindeutig ein wenig größer, ein wenig viel größer bauen, so in etwa. Aber ich hatte hier als Idee die... Moment, ich guck mal eben. Und zwar das hier. Sowas in der Art als Eingangstor zu machen. Und dass du hier ein Stahltor oder sowas hast, was dann hochgezogen wird durch Create. Und so kommst du dann in den Friedhof rein. Als Beispiel. Aber erstmal alles Technische und dann geht's weiter. Und ich habe auch schon geguckt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Wetter in einer gewissen Umgebung zu bearbeiten oder zu verändern, sodass ich sage jetzt mal, hier die ganze Zeit lila ist oder sowas. Aber ja. Aber fängt das jetzt an? Weil es wird gerade dunkel. Nee, noch nicht. Oh, keine Power mehr. Point. Wir brauchen einen Point.
find. Hier brauchen wir Silicon. Habe ich schon eine Nomade? Ja, also, wie ich jetzt mit Productive Bees loslegen wollte, war eigentlich, dass man halt immer guckt, okay, was diese Hauptkomponenten, ne? Und dass ich mir dann dazu die passende Biene herstelle, sodass ich eigentlich meine, wie heißt das gleich noch, meine Ressourcen hier fast unendlich erweitern kann, weil ich die ganze Zeit die Bienen dazu bekomme. Aber wie... Ich weiß, dass es von Gregtech Quarz gibt. Wusste ich's doch. Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, Quarzit war es dann nicht. So. Ah, guck mal. Wenn jetzt noch mehr von diesen Gräbern hier stehen, die erzeugen halt alle in so einem 1 bis 3 großen Umkreis diesen Nebel. Leider nur auf der Ebene hier. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, da ein komplettes Gebiet damit zu fluten. Aber nicht danach aus. So. Wir brauchen den Controller, wir brauchen ein Crafting Grid und wir brauchen ein Disk Drive. Und wir brauchen die.
Ups. So, wie machen wir das am schlausten? So, Schritt 1. Pipes. So. Also wir bauen jetzt natürlich erstmal nur was Kleines. So, wir brauchen ein Crafter.
Pattern Grid. Ein. Keine Security Card. Storage Housing. Ich glaube, ich deaktiviere mal eben den Bilder, damit wir mehr Ressourcen bei uns haben. Mehr Strom, so. Sag was.
wo waren wir? Hier. Nappend. Nee, leider nicht. Ich bin ja ein blutiger Anfänger. Und ja. Deswegen bauen wir erstmal so. Oh, wir haben kein Redstone mehr. Ja, AE bin ich halt blutiger Anfänger. Und ja, die Monster, die wir hier töten, die sorgen halt dafür, dass wir besser werden im Spiel. Ja. Vielleicht, wenn das hier lang genug geht, können wir uns das mal angucken. So, was brauchen wir denn für einen Importer?
Ja, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein und nach schauen wir dann, wie es läuft. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so der Profi drinne und jetzt erstmal die Anfänge schaffen und dann, ja, nach und nach vielleicht dann, oh. So. Ja, aber was ich gut finde, ist, in diesem Modpack gibt es die verbesserten Varianten, so dass du relativ easy an die ganzen Sachen rankommst. Das habe ich schon geschafft. Aber ja, also ich sehe das wie folgt. Woran man mehr Spaß hat, sollte man auch mitmachen. Und Storage-System ist bei mir nur Mittel zum Zweck. Ich habe an anderen Sachen da doch mehr Spaß, wie zum Beispiel mit der Bienenzucht und das Ganze. Aber ich glaube, einige haben halt auch bedeutend mehr Spaß dran, genau die Grenzen von dem ME rauszufinden und damit dann zu bauen und umzustellen und. Also mal gucken, was wir machen. Also erstmal Refine Storage und vielleicht gucke ich mir wirklich mal das ME-System richtig an. Genau, so sehe ich das auch.
Gold. So. Oh Gott, brauche ich viel Quarz. Okay, dann machen wir das im Next Step. Eisen.
Ja, jetzt heißt es erstmal umräumen. Gibt es von Integrated Storage einen Exporter? Oh, da.
Hi. Ja, das freut mich. Wie geht's? Oh, ist ein Crafter. Nee, eigentlich nicht. Da sind nur ganz viele komische Leute unterwegs. Und bei TikTok auch übrigens.
Also, mir geht's soweit gut. Ich weiß nicht, ob ich es schon beantwortet hat. Und Zuschauer, du hast eindeutig ein Problem. Wie viel von denen willst du denn noch ausbrüten? Ja. Also, ich kann dir was zeigen. Hier haben wir sie vorgestern vergraben. Also, oder begraben. Musst du dann wissen. Ups. Falsches. Gehen wir eben auf händische Suche nach Dingenskirchen. Quartz. Ups.
So. Oh.